Da seid ihr auch endlich wieder, Freunde. Es gibt so viel zu berichten, ja. Es sind wirklich so viele Tage vergangen. Ich habe 4 oder 5 Videos in einem Video jetzt reingesteckt. Das habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Maximum waren immer 3 Videos. Aber überlegt mal, ich habe jetzt 5 Videos in einem gepackt. Wenn wir jetzt wirklich nicht aktuell sind, dann weiß ich wirklich nicht mehr, Leute. Guckt euch diese Kiste an und dann werdet ihr sehen, was ich euch alles gleich berichten muss. 12 antiker Schrott, Dreizack, Reparatur, Treue 3, Netherite-Schwert. Und ganz viele andere Sachen, die hier passiert sind. Freunde, auf diesem Weg erstmal, falls du hier auf diesem Kanal immer bist und noch nie ein Abo dagelassen hast, dann ist jetzt der Zeitpunkt. Lass ein Like da, aktiviere die Glocke. Weil wenn wir jetzt wirklich nicht zum allerstärksten Spieler in dieser Folge werden, dann weiß ich auch nicht mehr, Freunde. Guckt euch diese Folge bis zum Schluss an und sagt mir dann, gibt es irgendeinen anderen YouTuber, der irgendwie stärker aktuell ist? Schreibt mir das rein. Ich glaube nicht, Leute. Geht einfach gar nicht. Vor allem, wenn wir das hier gleich, wenn ich euch zeige, wie ich meinen Dreizack bekommen habe und wenn wir unser Dreizack gleich mit diesen krassen Büchern reinklatschen, Harpune 4, Treue 3 und Reparatur, Leute, dann werdet ihr sehen, was passiert. Aber wir müssen die Geschichte mal woanders starten. Leute, wir starten mal erstmal mit der Geschichte. Was habe ich denn in den letzten Folgen erlebt? Und Leute, guckt euch das mal an. Schwarzpulver. Ihr sagt, wir müssen aufpassen wegen Lukas, weil er Schwarzpulver hat. Freunde, was denkt ihr, woher habe ich eigentlich diesen ganzen Schwarzpulver? Lukas ist jetzt auch gar keine Gefahr mehr für mich. Er hat seine Villager. Okay, krass. Wow. Habe ich das vielleicht jetzt nicht auch in den letzten 5 Tagen gemacht? Freunde, dieses Video wird geisteskrank. Lasst jetzt einen fetten Like da. Aktiviert die Glocke, es wird heftig. Unsere Geschichte startet, als Yu sich auf den Weg machte, ein Villager-Dorf zu finden. Was ist aber dann passiert? Nein, 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 Leute! Ich bin der Erste, der Lukas Base einfach gefunden hat, oder was? Die geheime Base von Lukas. Leute, wir haben die TNT-Farm von Lukas gefunden. Viele von euch haben gesagt, Leute, Lukas hat zu viel TNT und sonst was. Wisst ihr was? Guck mal, ob wir sein TNT finden werden. Aha. Ich bin echt gespannt, ob wir sein TNT hier finden werden. Zuckerrohr. Kann man sich mal gönnen, nicht? Kann man sich doch mal gönnen, Freunde von heute. Ja, das schmeckt mir doch. Boah, wie viel Zuckerrohr hier am Start ist. Oh, Leute, ich bin so gespannt auf seine Reaktion. Und da oben ist noch eine Kiste. Schade, da ist nichts drin. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir irgendwie seinen geheimen Spot hier finden. Ich kann mir vorstellen, Lukas geheimer Spot ist hier nicht. Er hat bis jetzt nichts im Video gezeigt, Leute. Und, wir gehen gleich da hoch. Ich bin schon richtig gehypt. Was ist das für eine Folge? Das wird ja geisteskrank, diese Episode heute. Das wird so crazy, Paisy. Okay, lass uns da hochgehen. Ich hab Bock. Haben wir hier irgendwas Krasses noch? Bestimmt hat er irgendwas in der Wand oder so versteckt. Da können wir hoch. Lass uns mal zu seiner Creeper Farm. Creeper Farm, Creeper Farm. Oh, da oben. Wie lange es dauert? Das dauert ja Jahre, bis man da oben ankommt. Alpha Shine schreibt hinter dir. Als ob er mich hier gerade sieht, der 31er. Niemals. Voll der Lügner. Oh, da sind zwei Kisten. Da sind zwei Kisten. Ich weiß einfach, wo seine Base ist. Ich hoffe, da ist alles voller TNT. Das wäre so geil. Bambus. Schwarzpulver. Ist gerade nicht so viel Schwarzpulver, ne? Aha, erschreck mich doch nicht, Creeperlein. Guck mal, wie schnell das voll geht. Boah, wie schnell das geht. Ich muss ja... Okay, okay, wir werden hier kurz mal ein bisschen campen. Wahrscheinlich läuft das nur, wenn man hier davor steht. Wir werden hier mal ein bisschen chillen. Hat er hier noch was Krasses? Boah, wie er das hier gemacht hat. Man hätte einfach easy runterfallen können. Er muss doch hier noch irgendwas Krasses haben, Leute. Gehen wir mal da hoch, Leute. Ich hab Bock, da hoch zu gehen. Vielleicht haben wir hier irgendwie noch eine Möglichkeit, irgendwas Krasses zu finden. Es muss doch theoretisch irgendwas hier noch sein. Wo hat er seine geheimen Sachen, Leute? Ihr müsst mir das mal schreiben. Okay, da oben haben wir noch eine Kiste. Lass uns mal da kurz hochbauen. Komm, bitte. Mann, warum ist hier nichts drin? Der hat alles einfach rausgenommen. Der kleine 31er. Was ist hier schon wieder gemacht worden? Was hat er hier gebaut? Was ist das für eine heftige Creeper-Farm? Es kann doch nicht sein, dass wir hier nichts finden, oder was? Er hat safe alles woanders versteckt. Ich weiß, dass er seine ganzen Villager irgendwo anders hat. Aber es muss doch hier irgend noch einen weiteren Weg geben. Gucken wir mal kurz. Boah, 51. Wenn man hier ein bisschen campt, Leute, wie schnell das einfach geht. Nehmen wir mal Bambus mit.
Die Dinger können wir auch mitnehmen. Oh, das geht so. Ach, Leute, das ist ja so übertrieben. Leute, ich werde mir so viel TNT machen können. Checkt ihr das überhaupt? Guck mal, wie schnell das geht. Wir bauen uns mal ganz nach oben. Es wäre so lustig, wenn genau in dem Moment Lukas plötzlich kommen würde und sagen würde, ey, was machst du da, you? Ach, was. Guckt euch die kleinen Creeperinos mal an. Guckt euch die kleinen Creeperinos mal an. Ach, so macht ihr das. So wird das hier geklappt. So klappt das hier. Guckt euch die mal an, wie die gucken. Ey, guckt nicht so grimmig. Ihr geht jetzt schön da runter und gebt mir euer Schwarzpulver. Okay, Freunde, ich verstehe dieses Prinzip. Das Prinzip funktioniert ganz einfach. Es gibt halt unterschiedliche Monster, die bei unterschiedlichen Ebenen spawnen können. Unter anderem, wenn zum Beispiel Monster keinen Platz haben, dann können die ja gar nicht spawnen. Und bei Creeper, er hat das quasi so gemacht, dass diese Steine in dieser Reihe platziert worden sind. Ach, ihr wisst, Freunde, worauf ich hinaus will. Ich bin jetzt hier kein Architekt, der das euch erklären muss. Aber das Wasser bringt die Dinger dann hier zum Runterfließen und dann fallen die ins Loch rein und dort unten verbrennen die und geben uns Schwarzpulver. So funktioniert das also. Aha. Ich lasse das mal hier, Leute. Oh, Freunde, ich habe so eine geile Idee. Drei dieser Schilder nehmen wir uns. Der Endgegner von YouTuber Island hat deine Base gefunden. Muhahaha. Leute, jetzt könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich weiß, es gibt vielleicht immer noch einige, die sagen, oh, Lukas hat hier die ganzen Bücher. Freunde, aber das ist das Ding. Ich habe seine Base gefunden. Das heißt, sein TNT ist nichts mehr wert, weil ich genauso viel TNT jetzt machen kann, theoretisch. Ich werde jetzt hier ein bisschen campen, sammle so viel TNT, mach alles voll, bring das rüber bei mir, versteck das. Dann habe ich erstmal genug TNT, um genauso viel Druck zu machen wie er, Leute. Und glaub mir, so viel TNT, wie ich dann habe, brauche ich gar nicht mehr für den Late Game, weil er wird auch ganz bestimmt nicht im Late Game alles einfach vollgleisern mit TNT und sich selber damit in die Luft jagen, Leute. Also, was TNT angeht. Ich brauche jetzt nur noch diese Villager, Leute. Dann kann mir nicht mal Lukas mehr was anhaben. Checkt ihr das? Soll ich einfach noch schreiben, dass ich das war, Leute? Okay, Leute, wir gehen jetzt mal runter und gucken mittlerweile, wie viel Schwarzpulver wir gesammelt haben. Und top. Wo ging es dann? Hier runter? Hier oder was? Ja, hier ging es runter. Habe ich mich so weit nach oben gebaut oder wie? Tju, die Leute werden das aber schreiben, dass du hier warst. Leute, das ist doch gar kein Problem. Er soll das eigentlich wissen, dass ich hier bin. Ist ja eh egal. Das Ding ist, ich kenne Lukas, Leute. Er ist nicht blöd. Er hat nicht seine geilen Items hier. Er hat seine geilen Items nicht hier. Das macht ja auch gar keinen Sinn, wenn er seine ganzen Items hier haben würde. Gut, Freunde, ich habe jetzt mittlerweile 3 Stacks fast Schwarzpulver. Wir gehen jetzt weiter und suchen weitere Villager. Und let's go! Ganz genau, nachdem ich mir dann richtig viel Schwarzpulver genommen habe. Leute, das ist erst der Anfang. Wartet ab. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr ihm das schon gesagt habt, habe ich wahrscheinlich schon 4-mal oder 5-mal so viel Schwarzpulver. Also ihr könnt ihm das ruhig sagen, juckt eh nicht, weil ich dann wieder 3 weitere Kisten voll habe. Und die ganzen Sachen werde ich eh irgendwo anders versteckt, das wird eh niemand finden. Also machte ich mich letztendlich auf den Weg, Villager zu finden. Wisst ihr, was das Geile ist? In dem Moment, wo das Video hier abgeloadet wird, habe ich schon so viel Schwarzpulver. Das heißt, es wird so oder so nichts bringen, wenn die Community von Lukas hier Lukas verraten sollte, dass ich so viel TNT bekommen habe. Ich werde dann... Sein TNT ist jetzt useless geworden, Leute. Es bringt nichts mehr. Ich könnte theoretisch, wenn er jetzt teure Preise machen sollte, gehe ich zu Lukas und sage einfach, Lukas, Bro, bei mir kriegen die Jungs das viel, viel günstiger. Sein TNT ist jetzt einfach useless geworden, Freunde. Checkt ihr das? Hä, was sind das für krasse Fische? Die habe ich ja noch nie gesehen. Hey, kleinen Fischis, kann ich die mitnehmen? Das ist ja Findet Nemo, Leute. Guck mal, da unten sieht es ja voll geil aus. Leute, wie weit sind wir eigentlich hier rausgeschwommen? Oha, was ist das? Das sieht ja voll geil aus. Sieht hier so schön aus, Leute. Guck mal, diese ganzen Fische, Delfine. Es muss doch hier irgendwo Kaktus geben. Da hinten machen wir uns unsere eigene Kaktusfarm damit, Leute. Wie geil. Hallo, kleiner Hase. Haben wir Hasen auf unserer Insel? Nee, haben wir nicht. Leute, wir haben sogar Kaktus jetzt gefunden. Freunde, ich suchte und suchte, aber habe nichts gefunden. Bis ich dann plötzlich in der Wüste war. Und nein, 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 nein. Oh mein Gott. Bitte. Warte, von welcher Richtung bin ich gekommen? Von dort, ne? Das heißt, ich muss in die Richtung gleich. Oh mein Gott, bitte. Das ist doch ein Dorf, oder nicht? Hallo! Hallo, ich brauche Wasser. Haben Sie ein bisschen Wasser für mich? Ey, was war das für ein Geräusch? Ich nehme noch ein bisschen Kaktus mit. Oh mein Gott, Leute. Ja, da sind wirklich Dorfbewohner. Hallo. Hallo, junge Dame mit ihrem schönen Sombrero. Wie geht es Ihnen? Die ersten vernünftigen Menschen, die ich hier sehe auf dem Server, Leute. Sonst sehe ich ja nur verrückte YouTuber. Ey, Kartoffeln und du gibst mir Smaragd?
Ich möchte kein Brot. Hm. Aber den können wir halt nicht benutzen, Leute. Können wir nicht benutzen. Ey, du kleine Ziege. Ich kann ja mal kurz die Geschenke abholen. Ui, Kaktus. Ui, 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 Memo. Grünes Bett. Aber kann ich meinen normalen Villager sehen? Hallo. Sag mir nicht, hier war schon irgendjemand und hat die alle abgeschlachtet. Also sag mir nicht... Oh, ich dachte schon, da ist einer, da ist einer. Ey, was geht, Junge? Freunde, ich freue mich so, dass ich ein Dorf Nein, er ist plötzlich Gärtner geworden. Du bist plötzlich Gärtner geworden. Du darfst kein Gärtner werden. Lass das. Wir müssen uns ein Lesepult jetzt schnell machen. Ich habe sogar die Bücher mit. Okay, Freunde. So, machen wir uns mal kurz ein Lesepult, Freunde, nicht? Bam, bada bang, bada bam. Baum und Lesepult. So, Freunde, für viele, die das vielleicht nicht wissen, jetzt guckt euch das mal an. Freunde, das ist die Meta. Wir sind schon der stärkste Spieler, okay? Ich will es ja nicht noch einmal erwähnen. Aber jetzt, Leute, guckt euch das mal an. Ich bin einfach Minecraft. Ey! Wo ist mein Lesepult? Du hast mein Lesepult geklaut. Mein Lesepult hat sich einfach weggebackt. Checkt ihr das, Freunde? Dann mache ich noch eins. Kein Problem. Oh, mein Lesepult. Mein Lesepult hat sich doch nicht weggebackt. Jetzt habe ich wieder zwei. Gut, dann machen wir das jetzt anders, Freunde. Guckt euch das mal an. Bleib stehen. Komm her. Und jetzt lern ein bisschen. Lern ein bisschen. Was bist du geworden? Du bist ein Lehrling geworden. Stärke 1. Okay, Freunde, jetzt guckt euch das mal an. Was wir jetzt hier Tolles machen. Weg damit. Her damit. Er will Papier. Warte mal, er will 24 Papier. Dann kriegen wir einen Smaragd. Warte mal hier, Kollege, warte hier. Ich habe nicht umsonst so viele Bambus gefarmt, okay? Warte kurz. Warte kurz, Kollege Schnirschuh, okay? Problem ist, wenn wir das jetzt einmal machen, dann ist er quasi automatisch, dieser Lehrling. Hast du noch ein paar für mich? Ja, hast du noch ein paar? Und jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Wahrscheinlich nicht, ne? Jo, habe ich mir schon gedacht. Plünderung. Plünderung 1. Hm. Plünderung brauchen wir eigentlich ja nicht mal wegen dem Dreizack, Freunde. Gut, danke schön. Mach's gut, junger Mann. Ey, Tobias! Bleib mal stehen, Tobias! Hey, Tobias? Willst du kein Lehrling werden? Ey, Tobias! Warum möchtest du nichts lernen? Du musst doch schlau werden. Warum willst du nichts lernen, Junge? Komm, lern doch ein bisschen. Sag mir nicht genau der eine, der jetzt dort war. Das wäre die Chance gewesen und ich habe das gegen... Da ist eine Katze. Ey, hallo kleine Katze, bleib nur stehen. Da ist... Ich nehme die Katze mit, Leute. Überlegt mal, da sind wir der Erste, der eine Katze hat. Ja, da ist auch noch jemand. Miau, 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 miau. Freunde, wir brauchen einen Namen für unsere Katze. Wir sind der Erste mit einer Katze. Ja, ich habe eine Katze. Katze, Katze, Katze. Katze, Katze, Katze. Katze, Katze, Katze. Komm mal her, kleine Katze. Katze, Katze. Komm her, kleine Katze. Ich nehme mich sowas von mit. Komm hoch. Komm, kleine Katze. Katze. Leute, wir brauchen unbedingt einen Namen für die Katze, ja? Voll die süße Katze. Wir brauchen einen Namen. Wir brauchen keinen Namen. Du bist jetzt nicht sauer, weil ich dein Bett kaputt gemacht habe. Warum wollt ihr alle nichts lernen? Digga, du bist Magier. Komm mal da runter jetzt und lern jetzt. Du sollst lernen, habe ich gesagt. Nimm dir ein Beispiel an deinem Vater. Ja. Der will lernen. Eisläufer. Eisläufer brauche ich nicht. Warte, wir machen das jetzt so lange, bis wir was richtig Geiles bekommen. Fluch der Bindung. Schmutz. Dornen. Ist okay, aber es gibt geilere Sachen. Schutz 1. Schmutz. Haltbarkeit. Schmutz. Pfann 1. Schmutz. Plünderung 2. Buch der Bindung. Miau, miau. Köder. Ja, jetzt kannst du nicht mal rausgehen. Schusssicher 3. Was ist das hier für eine Gruppenversammlung hier? Was wollt ihr von mir? Geh mal alle raus, ihr Idioten. Ich will nur hier mit Kollege Schnirschuh reden. Nein, Katze, du kommst hier nicht rein. Hier ist kein Platz mehr für dich. Unendlichkeit! Nein, Freunde, ich kann mir Unendlichkeit sogar hier machen.
Ihr wisst, was das bedeutet, der Bogen. Piu, 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 PewDiePie. Wow. Oh mein Gott, das hört sich sowas von gesnackt, Leute. Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Bam. Können wir theoretisch noch eins machen. Können wir mal ein bisschen verkaufen hier, nicht? Ah, nee, Leute. Gut, der Idiot hat seine Arbeit erledigt. Der wird jetzt wahrscheinlich... Okay, der wird halt immer Unendlichkeit weiter verkaufen. Merken wir uns einfach diese Stelle. Der darf hier auch nicht mal raus. Dann sperren wir sowas von ein, Leute. Weg mit dir. Was? Nein, die gehen raus. Die gehen raus. Mann. Stellt euch mal vor, ein killt meine Katze, dann gibt's richtig Ärger. Also wenn meine Katze killt, dann gibt's richtig Ärger. Miau, miau, alles wird gut. Oh, das macht mir gerade ein bisschen Angst, dass meine arme Katze... Steh mal auf, Junge. Geh mal für dein Dorf fighten. Tadeus Tentakel. Komm rein, Jeffrey. Kommt alle rein. Lass uns hier wieder gemeinsam kuscheln. Kommt alle wieder rein. Komm rein. Komm rein, Ferdinand. Komm rein, Junge. Aber ich muss euch jetzt leider einsperren. Ihr kommt hier nicht mal raus. Gute Nacht. So, Freunde, merken wir uns mal diese Stelle, falls wir irgendwann mal wieder herkommen sollten. Hier kriegen wir das Buch Unendlichkeit. Da kann man sich auch mal kurz den Tropenfisch gönnen, ne? Schmeckt nach Butterkek. Möchtest du auch essen? Hier, hier ist doch der Fisch. Versteh, kleine Katze. Aufstehen, Mittagessen! Ach, das ist der Idiot, der hier schon Plünderung drauf hatte. Was machst du denn? Aufsteh, Leute. Es ist doch nicht Schlafenszeit. Reparatur. Reparatur, Freunde. Oh mein Gott. Wir müssen den mitnehmen. Ich habe irgendwie auf was anderes gehofft. Ich dachte eher an Schutz 5, aber Reparatur ist halt schon mächtig auf all unsere Items, Leute. Dann haben wir... Du kommst jetzt mit, Junge. Du arbeitest jetzt für mich. Okay, Freunde, ich bin gespannt, ob das funktionieren wird, okay? Ja, du steigst aus, Junge. Steigt aus! Einer soll nur mit! Kollege, du wirst jetzt einsteigen! Haben wir uns verstanden? Der will nicht für mich arbeiten. Jetzt! Und jetzt gehen wir gemeinsam nach Hause! Lang lebe Sue mit seinem treuen Arbeiter. Du läufst erstmal schön da drin, okay? Weil ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht, ob wir genau diesen Lesepult nochmal brauchen. Deshalb nehme ich das für alle Fälle mit, während der Idiot da drin sitzt. Ja, und jetzt musste einfach noch der Villager zurückgebracht werden. Und glaub mir, das war eine Qual. Jetzt hoffe ich, dass ich den Weg weiß, Leute. Ich habe die Katze auch versteckt. Wir wissen auf jeden Fall, wo das ist. Das ist auch nicht so übertrieben weit. Freunde, wenn ich den Weg zurückfinde, dann werde ich den einen auch nochmal hier abholen kommen. Wir sind auf Wasser. Yeah. Wow. Ey, hör auf zu kuscheln. Ich will nicht mit dir kuscheln, Junge. Hallo, Fräulein Sombrero. Was haben Sie noch so Schönes bei sich? Ah. Gerne. Gerne. Wir haben noch eine lange Fahrt vor uns, Jeffrey Johnson. Wir brauchen auch einen Namen. Oh, schwarze Hasen. Krass. Ja, jetzt haben wir halt das Problem, Leute, dass ich hier nicht an Land komme. Aber hier geht es anscheinend gut voran. Das ist geil. Wir müssen jetzt nur den Weg hier rausfinden. Richtung Meer. Dann sollten wir den Weg hoffentlich finden. Dann gehe ich einfach immer links lang. Immer links lang, links lang, links lang. Dann sollte ich den Weg hoffentlich finden. Nein, da hinten ist noch ein Dorf. Da hinten ist einfach noch ein Dorf. Ist das ein Dorf? Da hinten ist noch ein Dorf. Ich habe zwei Dörfer gefunden. Guckt euch die Idioten an. Okay, Freunde. Das war's. Das war's. Ich muss den Weg zurückfinden. Ich weiß, wo ein zweites Dorf ist oder was. Ich muss den Weg zurückfinden, Leute. Dann ist vorbei. Dann habe ich ja hier so übertrieben viele Bücher, die ich mir craften kann. Checkt ihr das überhaupt? Freunde, ihr wisst nicht, was das für ein Krampf war. Also wirklich, ich kotze gleich. Ich bin kurz vorm Kotzen. Wir haben es wirklich nach so langer Zeit geschafft. Ich sage euch ehrlich, ich habe Angst, dass ich jetzt da hochgehe und alles despawnt, Leute. Freunde, als ob wir es geschafft haben. Ich muss jetzt sofort ihn verstecken. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gesehen von irgendeinem Idioten hier auf dem Server, Leute. Letztendlich haben wir das geschafft. Ich habe ihn zurückgebracht und ich habe dann überlegt, ich will die aber paaren lassen. Wir brauchen noch viel, viel mehr Villager. Wir müssen denen noch weitere Aufgaben geben, dass ich wirklich alle Bücher, die es im Spiel gibt, craften kann. So, du kommst jetzt auch schön mit, mein Freund. Dann werdet ihr ganz schön viele Kinders machen, ja? Ganz viele Babys. Die werden alle für mich arbeiten müssen, okay?
Und als ich dann herkam, dachte ich mir, ich muss einen Platz für die errichten. Ganz viele Schlafplätze, sodass sie vielleicht das ein oder andere Kindchen auf die Welt bringen. Und dann ist es passiert. Es wurde Liebe gemacht. Und wir waren vor Ort dabei, Leute. Wir haben gesehen, wie die Liebe gemacht haben. Ihr wollt es auch sehen? Okay, dann hier. Let's go. Frederik auf die Welt gekommen. Und Leute, jetzt wird es Zeit. Jetzt wird es Zeit, hier uns wirklich hier hoch zu ballern. Okay? Das ist der erste Anfang. Freunde, das war auch der Grund, warum ich die letzten Tage diese Dinger nicht verzaubert habe. Okay, wir haben hier die Hälfte reingemacht. Hier ist die andere Hälfte. Das können wir auch gleich platzieren. Ah, okay, ich habe mir gerade noch mein Schwert rausgeholt. Die Dinger sind fertig. Bam. Bam. Damit haben wir 12 Stück, Leute. Ihr wisst, was das bedeutet, oder? Seid ihr bereit? Netherite Barren Nummer 1. Netherite Barren Nummer 2 und Netherite Barren Nummer 3. Bam! Oh, die letzten 4 müssen wir auch ja noch holen, Leute. Und ich habe ja sogar noch die Leiche von Timmy dort gesehen. Okay, Freunde, da packen wir die Dinger noch direkt mal rein. Zack, zack. Einen können wir sogar dann quasi verkaufen. So ein Ding ist das. Komm zu mir. Bam! 5 Stück haben wir sogar davon. Und das gleiche noch einmal. Damit haben wir unseren 4. Netherite-Barren. Jetzt machen wir kurz den hier, Leute. Und jetzt nochmal in den Kommentaren. Er hat das, er hat dies, er hat jenes. Freunde, ich war einfach nicht aktuell, okay? Ich hatte wirklich zu 100% das Netherite-Schwert vor Max. Ich hatte es vor Russik, vor allen anderen. Ich war einfach nicht aktuell. Ich hatte halt 6 oder 7 Folgen vorproduziert jedes Mal gehabt. Aber jetzt habe ich, also jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt habe ich kein Video mehr vorproduziert. Das heißt, wenn man mich fragen würde, was kommt übermorgen, sage ich, ey, ich weiß noch nicht, weil ich erst morgen das Video aufnehmen muss. Also Freunde, heute sind wir wirklich, ich war noch nie so aktuell. Diese Folge, weil ich 5 Videos in einem reingeklatscht habe. Ab dem heutigen Stand sollten wir wirklich jetzt ganz, ganz aktuell mit am Start sein. Quasi jetzt nur noch ein Tag Unterschied, wenn überhaupt. Wir starten erstmal mit Diamantanisch Oberteil. Packen da einen Barren rein. Ich packe da lieber nur einen rein, für alle Fälle. Auf einmal ist das irgendwie verbuggt und alle sind weg. Guckt euch das mal an. Oh mein Gott, Freunde. Da packen wir jetzt die Hose rein. Haltbarkeit 3, Reparatur, Schutz 2. Und bam! Und das gleiche machen wir natürlich mit den Schuhen. Hey, die Schuhe sind ja richtig low. Ich dachte, das heilt sich dann automatisch. Aber egal, wir machen eh Mending drauf, von daher juckt das nicht. Aber wisst ihr was? Ich überlege dann einfach nochmal meinen anderen Schuh zu holen. Ich hole mal kurz meine anderen Schuhe. Zwar haben die schon Federfall 1 und Schutz 1 drauf, aber ich packe eh das Buch drauf. Und ich will einfach nicht, dass es irgendwie kaputt geht, Leute. Das ist ja auch das erste Mal, dass ich Netherite-Items jetzt habe, Leute. Und guckt euch das mal an. Nur noch ein. Bam! Und jetzt zeigt mir... Oh mein Gott. Oh mein Gott, bedeckt mich mit Schrott. Ich habe einfach diesen Fortschritt als allererster. Safe, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Und jetzt, Freunde, ziehen wir uns an. Aber das machen wir draußen im Regen. Stellt euch mal vor, ich werde jetzt genau jetzt gekillt. Genau jetzt kommt so ein Alphastein. Lalalala. Hallo, Sue, das gehört mir. Seid ihr bereit, Freunde? Mit dem Regen. Der Endgegner auf diesem Server ist damit geboren. Bam! 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 Oh, Bruch der Bindung. Scheiße. Das ist doch scheiße. Okay, Freunde, ich werde kurz alles, nachdem ich Mending und alles gemacht habe, muss ich mich killen. Und dann kann ich das erst anziehen. Für alle, die das gerade nicht gecheckt haben, suit sie doch das einfach aus. Für diejenigen, die das nicht wissen, Fluch der Bindung ist halt auch ein Effekt. Ich kann das nicht abziehen. Ich kann das nicht abrüsten. Geht nicht. Och, Mann, ey. Jetzt hat diese Kacke alles Epische kaputt gemacht. Aber kein Problem, Leute. Egal. Dann weiß ich, was ich machen kann, nachdem ich mich fertig gelevelt habe. Allein jetzt sehen wir schon so mächtig aus. Oh mein Gott, Freunde. Viele von euch denken jetzt, okay, du bist jetzt echt schon stark. Du bist vielleicht echt jetzt der Stärkste. Aber, Leute, nein, ich zeige euch jetzt, warum ich eigentlich stark bin. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich habe ein Item, was einfach eine Wahrscheinlichkeit von 5% hat beim Droppen. Es geht um das Item. Freunde, ich war von Anfang an, wie oft habe ich gesagt, ich will dieses legendäre Dreizack-Monster haben. Was wollte ich machen? Ich wollte das Item holen, stimmt. Ich hole das mal kurz. Da kann man sich auch mal kurz hoch rein, Freunde, von heute, oder? So, ich habe das Item geholt. Dreizack. Guck mal, dieses Item, wenn man das bekommt, ist halt schon direkt kaputt, ja? Das ist halt vom Spiel automatisch so. Und die Wahrscheinlichkeit ist halt übertrieben gering.
Ich blende euch das mal ein, wann ich das bekommen habe, Leute, und wie unerwartet. Nein. 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 Let's go! Das Ding ist, Leute, wenn du den Dreizack mit Reparatur und Treue kombinierst, dann wird dieses Item unbesiegbar gefühlt. Ich werde dazu noch gleich was sagen. Aber erstmal müssen wir diese Items zusammentun. Und deshalb, Leute, ich weiß nicht, ob Harpune direkt auch geht, aber ganz wichtig, Reparatur will ich rauf haben und Treue. Und ich muss dafür nur 3 Erfahrungskosten zahlen. Andersrum, so muss ich sogar nur 2 zahlen. Hey, wie geil. Treue, Reparatur, ergibt verzaubertes Buch Treue und Reparatur. Bam! Und wenn ich das nehme und das draufklatsche, dann muss ich 9 zahlen. Okay. So muss ich 6 zahlen. Wir können ja mal kurz einen Test machen. Was passiert, wenn ich das mache? Da muss ich auch 6 zahlen. Erfahrungskosten 6. Harpune 4, Treue 3 und Reparatur. Bam! Und jetzt, meine Damen und Herren, seid ihr bereit? 16. Ich habe genau 16 Level. Das hat doch noch was Krasses zu bedeuten. Checkt ihr das überhaupt? Harpune 4, Treue 3, Reparatur. Oh mein Gott, Freunde. Damit habe ich offiziell die stärkste Waffe von allen YouTubern auf dieser Insel. Vielleicht kennt ihr dieses Item noch nicht. Ich zeige euch das gleich. Aber ich habe Angst, dass das kaputt geht beim ersten Mal benutzen. Deshalb muss ich das erstmal hoch rein, Leute. Und da wir jetzt eh keine Level haben und ich das unbedingt abrüsten will, geben wir uns erstmal kurz gehen, Leute. Bis gleich. Als ob wir genau 16 Level dafür gebraucht haben. Das war alles kalkuliert, meine Damen und Herren. Alles Mathematik hier. Checkt ihr das überhaupt? So, wir gehen jetzt mal hier ein bisschen hoch. Und ja, safe down. Boah, stellt euch mal vor, ich wäre jetzt ganz woanders gespawnt. Weil ich vergessen hatte, das Bett nochmal zu machen. Oh mein Gott, ich habe gerade daran gedacht. Stellt euch mal vor, ich wäre bei den Villager dort ganz, ganz weit weg gespawnt. Ja, damit. Die Sonne scheint. Ein S zu dem U ist am Start. Und ist gut gelaunt. Weil jetzt wird es endlich Zeit für den ultimativen Krieger S zu dem U. Bam! Bam! Bada bang! Bada bau! Bada bau! Checkt ihr das, Leute? Er ist geboren. Der stärkste Spieler. Und jetzt, Leute, müssen wir kurz mal farm gehen. Und wo machen wir das am besten? Genau, einfach am besten bei Lukas in seiner Base. Wir holen uns ein paar Creeper, Leute. Das ist unsere, einfach automatisch unsere Base, unsere XP-Farm, Leute. Und dann hole ich mir sogar noch Unendlichkeit, pack das auf Stärke 4 Bogen. Aber das wird wahrscheinlich gerade nicht klappen, weil wir höchstwahrscheinlich zu wenig Level haben. 5, ich muss dafür Level 5 sein. Okay, das kriegen wir easy hin. Das machen wir jetzt noch direkt. Ach, Freunde, wir müssen auch unbedingt gleich zu unseren Villagern mal gucken, wie viele Babys jetzt mittlerweile gemacht wurden. Darauf freue ich mich auch gleich mal zu gucken und euch das jetzt quasi live diesmal zu zeigen, was da unten alles abgeht, wie viele Babys am Start sind. Aber, Freunde, wir gehen jetzt hier erstmal auch ein bisschen TNT-Farben, ne? Und leveln uns mal ganz schnell hier hoch, gucken auch, wie viel Damage wir machen. Wahrscheinlich machen die Creeper gar kein Damage mehr an uns. Und ich sage euch ehrlich, es ist nur eine Frage der Zeit, wann wir auch die heftigste Verzauberung überhaupt bekommen auf alle unsere Items. Das wird jetzt so übertrieben schnell gehen, Leute, mit Creeper-Farm hier. Und mit den ganzen Villagern. Vielleicht denke ich mal, in 1, 2 Folgen haben wir dann auch alles komplett verzaubert. Dann kann niemand mehr was machen, Leute. Dann ist vorbei. Und ich freue mich mal, dieses Item endlich zu testen. Ich habe es immer noch nicht selber gemacht. Hä, was ist denn hier passiert? Ich mache mal kurz den Shader aus. Hat Lukas das selber zugemacht? Aha. Hä, er hat hier einfach selbst eine XP-Farm draus gemacht. Wie geil. Guck mal, wie schnell mein Ding jetzt sich hochheilt. Boah, wie schnell man hier auch levelt. Okay, jetzt machen wir noch unsere Spitzhacke voll und danach zeige ich euch das Item. Oh mein Gott, Leute, guck mal, wie viel hier drin war. Der Idiot hat vergessen, die zu ändern. Nein, Leute. Oh mein Gott, jetzt haben wir so viel Schwarzpulver noch bekommen. Lukas, das war's mit dir, mein Freund. Das war's mit dir, Lukas. Dein Endgegner ist hier damit geboren, Bro. Checkst du das? So, Freunde, ich würde mal sagen, das reicht mit der Spitzhacke. Und jetzt leveln wir uns selbst noch ganz schnell. Boah, guck mal, wie schnell das geht. Wie unfair ist das? Das ist zu unfair, Leute. Danke, Lukas. Er hat hier noch 31 Obsidian drin, Leute. Ich nehme mir mal die Hälfte für alle Fälle. Man weiß ja nie. Ach, er hat hier sogar ein Nether-Portal reingebaut, Leute. Oh mein Gott. Dann hat er vielleicht irgendwie hier noch Items versteckt. Ich guck mal, Leute, wo wir hier rauskommen. Gehen wir mal wieder zurück.
Oh, hier sind ganz viele gespawnt. Und nehmt das hier, nehmt die Qual der Wahl. Wie schnell das geht, Leute. Bam, 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 bam. Und guck mal, wie unser Netherite-Schwert einfach robust ist. Das geht gar nicht kaputt. Jetzt habe ich meinen Amboss vergessen, um das hier raufzuklatschen. Freunde, ich habe Angst, dass ich meinen Dreizack schmeiße und der dann da drin stecken bleibt. Deshalb müsst ihr euch ganz kurz holen. Am Ende schmeiße ich den und der bleibt da irgendwie stecken. Dann war es das auch. Okay, gucken wir mal ganz kurz, wie viel wir in der Zeit quasi wieder an Dinger hier gefarmt haben. Ach, wie schnell das geht, Leute. Das ist, wie schnell das geht einfach. Nehmen wir die Hälfte, den Rest lassen wir. Damit es nicht zu auffällig ist. Anscheinend hat der Idiot das noch nicht mitbekommen. Es ist halt nur noch eine Frage der Zeit, wann er herausfindet, Leute. Dass ich hier auf jeden Fall mich einfach bei ihm hier eingeschleust habe. Aber bis dahin habe ich... Ich habe eh jetzt schon zu viel TNT, Leute. Guck mal, Leute, wir haben so viele Monster gekillt mit unserem Netherite Sword. Und trotzdem ist das Ding so heile gefühlt noch. Und da ist noch nicht mal Mending drauf. Ja, das reicht Level 20. Abfahrt. Da sind wir wieder angekommen, Leute. Ich gehe mal ganz kurz unser TNT verstecken. Oh, bevor wir das machen, Leute, erstmal Unendlichkeit auf unseren Stärkebogen. Bam! Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, wir können jetzt die ganze Zeit 1000 Pfeile rausschießen und brauchen theoretisch nur noch einen Pfeil. Genauso. Die Kiste ist einfach direkt fast voll. Mehr TNT brauchen wir eh nicht. Beziehungsweise Schwarzpulver. Okay, Freunde, das ist wirklich für mich ungelungen. Jetzt das erste Mal, dass ich mein Dreizack schmeiße und weiß, dass es direkt nicht kaputt gehen wird und direkt zu mir fliegt. Normalerweise, wenn du das Dreizack schmeißt, bleibt es dort, dann musst du da hingehen und looten. Aber mit Treue 3, Freunde, kommt das immer wieder zurück. Und jetzt bin ich echt gespannt, wie das richtig funktioniert, Leute. Erstmal kurz den Bogencheck machen. Verlieren wir einen Pfeil. Schmeißen wir das mal kurz weg. Jetzt haben wir nur noch einen Pfeil. Bam. Oh mein Gott, Leute, let's go. Ich weiß, das ist aktuell nicht der stärkste Bogen auf dem Server, ne? Aber, Freunde, damit sind wir halt, damit haben wir schon einen richtig starken Bogen. Und diese ganzen anderen Verzauberungen klatsche ich auch einfach drauf. Das juckt dann nicht mehr. Aber darauf haben wir jetzt gewartet, Freunde. Linksklick oder rechtsklick? Rechtsklick. Ah, das spannt man wie Bogen an. Und dann, bam! Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Item? Ich wollte gerade sagen, wo ist es? Ich habe Angst, es weiter wegzuschmeißen. Nicht, dass es dann weg ist, Leute. Aber wir probieren es. Kommt zurück! Es kommt wirklich zurück. Boah, das ist so krass. Wir müssen das mal an einem Monster ausprobieren. Wisst ihr was, Leute? Wenn ich noch Entladung draufklatsche, dann kommt ein Donnerblitz raus, wenn ich damit ein Monster treffe. Da kommt ein Donnerblitz! Okay, das Ding ist zu krank. Das Ding ist zu krank, Leute. Damit... Oh mein Gott. Was? Wir gehen mal ganz kurz zur Armee und schlachten ein paar Kühe, Leute. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Ich habe mitbekommen, dass die ganzen Jungs hier wirklich Faxen machen. Dass Sachen gebaut werden auf der Insel. Dass Alphastein und Rustik auch wieder hier ihre Intrigen aufgebaut haben, Leute. Das war alles nur Show von denen und habt ihr nicht gesehen. Also wenn ich die zwei auch nochmal erwischen sollte, dann gibt es richtig Ärger. Es sind echt viele Sachen passiert in letzter Zeit, wo ich quasi mich darum gesorgt habe, die Villager rüberzubringen und mich hochgelevelt habe. Ich hoffe, ich werde jetzt auch erstmal keinen Sinn in dieser Folge. Und danach, Leute, sollen wir zu den anderen Jungs gehen und alle unsere Items denen zeigen? Die werden selber sich denken, hä, Stu, wo warst du die ganze Zeit? Und dann kommen wir einfach als stärkste Spieler zurück. Oh, er hat auch einen Villager mittlerweile. Sollen wir den einfach killen? Da wird er anfangen zu weinen. Ja, ich bin echt auf deren Meinung gespannt. Nimm das! Bam! Und das! Und das! Das ist schon ein bisschen brutal, Leute. Das ist schon ein bisschen zu brutal. Das ist ja so übertrieben OP. Alles auch immer One-Shot. Bam! Ich wollte gerade sagen, Leute, warum hat das keinen grünen Balken mehr? Weil wir ja die ganze Zeit XP dadurch bekommen. Das hat ja Mending drauf. Probieren wir mal das mit dem Bogen. Der sollte auch one-shotten direkt. Ja, der one-shottet auch safe. Oh, Leute, ich freue mich schon auf die Fights. Das wird so legendär, Leute, mit unserem Loot. Das wird so geisteskrank. Checkt ihr das überhaupt? So, mein Freund Amir, hast du hier noch irgendwas? Oh, Zuckerrohr? Das gönnt man sich doch gerne, oder? Eigentlich müsste ich seinen Villager attackieren, Leute, aus Prinzip. Weil ich habe kein Bündnis mit Amir. Zuckerrohr und Hammelfleisch wird sich gesnackt. So, und jetzt, Freunde, machen wir uns auf den Weg zu den Villagern. Mal gucken, wie viele Babys gleich am Start sind. Ich freue mich schon. Übrigens, Kaktus haben wir auch, Leute, für unsere Kaktusfarm. Aber eigentlich brauchen wir gar keine Kaktusfarm, Freunde, weil, überlegt mal, wenn Lukas das herausfindet mit seiner Creeper-Base, dann werde ich ihn einfach bedrohen gehen und sagen, ey, Kollege, das ist jetzt meine Base. Jetzt bin ich echt gespannt. Hallo, Freunde.
wollte gerade sagen, wo sind alle? Aber die schlafen. Hey. Ist da überhaupt jemand drin? Was macht denn der Golem hier? Wir haben sogar einen Golem mittlerweile. Oh, der schläft einfach, Leute. Guck mal, das ist unser Mending-Kollege. Hi, Bro. Der verkauft die Reparatur. Du musst aber da eingesperrt bleiben erstmal. Ich mache das hier alles noch schöner, Leute. Keine Angst. Wir lassen die erstmal schlafen. Was ist mit dem Linken? Du musst hier ganz kurz aufstehen, Kollege. Freunde, da nehmen wir mal kurz ein Lesepult und gucken, was seine Aufgabe sein wird. Kannst du mal kurz weggehen, Golem? Ich brauche genau diesen Platz hier. Danke. Aufstehen, Junge. Vielleicht ich lege mich einfach hin, Leute. Die wollen gerade keine Aufgabe. Hey! Hey, was macht ihr denn alle hier? Oh, der hat eine Rose. Das ist einfach meine Familie. Feuerschutz 4 direkt. Oh mein Gott, aber haben wir schon. Weiter geht's. Effizienz 2 brauchen wir nicht. Wisst ihr was? Ich sperre den jetzt mal ein. So, Kollege, jetzt sind wir hier alleine unter uns. Treue 2. Wir haben sogar Treue 3. Atmung 3. Interessant. Erstmal wollen wir natürlich diese OP-Dinge haben, Leute. Und danach können wir uns um Atmung und sowas kümmern für unsere Rüstung. Aber erstmal brauchen wir so Schutz 4 und sowas. Glück des Meeres. Haben wir schon. Wasseraffinität. Aha. Rückstoß. Stärke 5, Leute. Nein. Also an sich mega geil, keine Frage. Aber wir haben ja schon einen Stärke 4 Bogen. Ich könnte jetzt auf Stärke 5 aufrüsten, aber jetzt so viel Smaragd für Stärke 5 zu wasten. Nein, Leute. Den Bogen würde ich am Ende erst upgraden wollen, wegen einem Punkt. Da lieber irgendwie auf was anderes erst gehen. Behutsamkeit. Federfall 2. Och man, Federfall 4 hätte ich jetzt genommen. Behutsamkeit schon wieder. Treue 3. Haben wir schon. Ich krieg gerade schon gute Sachen, aber die habe ich schon alles. Federfall 2. Ey, was guckst du so blöd? Geht mal Kinder machen. Schlag 2, interessant. Haltbarkeit 2, schade. Haltbarkeit 3 hätte ich auch genommen. Entladung! Nein! Leute, ich habe Entladung bekommen für meinen Dreizack. Dieses Item ist eigentlich nur gut für Dreizack. Dann kann ich Donnerschlag mit meinem Dreizack machen, Freunde. Oh mein Gott, und das kostet nur 6 Smaragd. Das ist fast nichts. Das müssen wir eigentlich nehmen. Wir haben ja noch ganz viele andere. Geil, geil, geil. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, Freunde, euer S zu dem U beendet heute das Video. Und Leute, seid mal ehrlich. Wenn ihr wirklich denkt, dass ich aktuell der stärkste Spieler bin, bin ich, Leute. Ich werde jetzt einfach meine ganzen Sachen verzaubern, so wie ich das haben will. Die perfekten Sachen raufmachen. Dann juckt mich eh nicht mehr, was die anderen sagen, Leute. Juckt mich dann nicht mehr. Also, wenn ihr wirklich das genauso denkt wie ich, dann schreibt jetzt mal Hashtag Sue's Insel. Weil das ist jetzt unsere Insel. Und die, die mich von Tag 1 begleitet haben, Kuss geht raus. Dank euch, dank eure ganzen Kommentare, eure Tipps, bin ich so ein Spieler geworden, Leute. Davor, ihr wisst, ich habe noch viel lernen müssen. Aber ich bin zufrieden, Leute. Mega, mega nice. Unser Dreizack wird ultimativ. Haut rein, Leute. Let's go. Wir sehen uns. Ciao, ciao.